Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen, hier ist Rains und mir ist eine Sache noch aufgefallen oder vielleicht kann ich sogar sagen, ich habe sie rausbekommen. Ich habe mir nochmal die Jahreszahlen angeschaut, die wir von der Hexe bekommen haben und die korrespondieren zumindest teilweise mit diesen Symbolen. Also hier 1043, Dreieck und so weiter. Und jetzt liegt es natürlich nahe, dass die Reihenfolge der Jahreszahlen, die sie uns so genannt hat, mit der Reihenfolge der oder eine Reihenfolge der Symbole bedeutet und damit eine Reihenfolge von Türen, die wir dann durchschreiten müssen. Könnte so sein. Zwei Sachen verwirren mich ein bisschen. Das erste, es gibt Symbole, zu denen sie keine Jahreszahl genannt hat. Also zum Beispiel dieses hier. Das tauchte bei ihr nicht auf. Und es gibt Jahreszahlen, die weit in der Zukunft liegen. 1432, 1669. Puh, hier noch 600 Jahre spielen. Heftig. Aber ich denke, wir sind der Sache wieder einen Schritt näher gekommen. So, wir machen mal weiter. Meister Ferrarius, ein Erdbeben hat große Teile der Hauptstadt zerstört. Die Stadtwache erwartet unsere Befehle. Was machen wir? Verhindern wir Plünderungen oder retten wir erstmal die Opfer? Wisst ihr was? Wir sind jetzt mal ganz hart. Wir verhindern Plünderung, ist uns wichtiger. Ja, das Volk ist natürlich entsetzt und frustriert. Möchtet ihr die junge Prinzessin heiraten? Auf jeden Fall. Das findet wiederum das Volk Gott sei Dank gut. Und Handel mit dem Orient. Wenn ich mich entsinne, dann ist das die Seidenstraße und wir kriegen dann laufend Geld. Und wir haben jetzt schon so viel Geld. Ich fürchte, das ist zu viel, dass man das mal sagen muss. Aber nein, wir machen es nicht. So, eure Handel, eure Hoheit verhandelt hat. Wie wäre es mit 20%? Nein, aber das Problem ist, dass die Kirche dann immer mächtiger wird. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich sehe 1000 Boote voll mit großen, kräftigen Männern. General! Okay, ich möchte ein paar Läden für meine Tränke und Amulette eröffnen. Das ist sehr gut, weil das mag die Kirche nicht und das passt uns ganz gut in den Kram-Moment. Im Land herrscht Frieden und der Handel floriert. Haltet die Schatzkammer für härtere Zeiten gefüllt. Das heißt, wir bekommen Geld und verdienen vermutlich in den anderen Bereichen was. Das muss nicht sein. Nee, wir halten die nicht gefüllt. Im Moment ist sie voll genug. Oh! Die Voraussicht war weise. Die Wikinger greifen uns an. Wir müssen unser Königreich im Norden verteidigen. Greift sie an oder verteidigt das Land? Komm, greift sie an. Ach Gott, warum findet das die Kirche gut? Eine glitschige Schlange schleicht sich in euren Ärmel. Schert euch fort. So, die Nachricht lautet, die Insulaner bedrohen uns. Greifen wir sie an, bevor sie uns angreifen. Jetzt wird es langsam ein bisschen knifflig. Nein. Mein König, ich bin schwanger. Ich werde euch einen Sohn schenken, so wie es meine Pflicht ist. Ein Erbe endlich. Ach, die Kirche. Die Kirche. Ah, doch, wir machen es trotzdem. Ein Erbe endlich. Oh, oh, oh. Mein wohlwollender Freund möchte euch kennenlernen. Er bringt Geschenke mit. Was für ein wohlwollender Freund. Meister Cromwell, ich lehne das jetzt mal ab. Nein! Zu ihm könnt ihr nicht wirklich Nein sagen. Er wird es euch selbst erklären. Was ist das, Leute? Okay. Lord Parker, wer bist du denn? Wie geht es euch heute, euer Nerdität? Also so hat mich noch niemand angesprochen. Ich hoffe, mein kleiner Beitrag erfreut euch. Was ist der denn für ein Freak? Ist das der Senator? Nein, es ist Lord Parker. Freut uns das? Ja, okay. Ist auch egal, Prinz Protz. Mit der königlichen Wette habe ich 100-mal so viel gemacht. Hä, wovon redet er? Königliche Wette? Das wusstet ihr nicht? Das halbe Land wettet darauf, wie lange ihr überlebt, die andere Hälfte verhungert. Das ist ja eine Erkenntnis. Unfassbar. Was? Das findet hier statt? Zufällig bin ich der schlaue Kopf hinter dem Spiel. Mein kleines Geschenk soll die Sache nur spannend machen. Ich bin wirklich sprachlos. Na, 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 dank mir nicht, ist doch selbstverständlich. Hier habt ihr noch mehr. Oh Gott, jetzt kriegen wir von allem mehr. Na gut, gib her da. Okay, es freut mich, euch zu sagen. Was ist denn das gewesen? Es freut mich, euch zu sagen, dass ihr eine hübsche Tochter habt. Wir haben eine Tochter.
Sind wir nett zu ihr oder bedauern wir, dass wir keinen Jungen bekommen? Ich wollte einen Jungen. Das findet die Armee gut. Königin Laurentia wird vom Volk und der Armee geliebt. Gebt ihr mehr Macht. Das machen wir jetzt mal, damit das Volk ein bisschen zufriedener ist. Und er möchte ein Porträt malen, aber das kostet Geld. Aber das Volk... Ah, das ist jetzt wieder knifflig. Jetzt könnten wir allerdings ein bisschen Geld gebrauchen, aber nein, wir lehnen ab. Die Mündung ist mal wieder gefährlich. Wir sollten sie säubern. Das ist jetzt doof. Wir machen das. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe einen genialen jungen Maler entdeckt. Seine Werke sind wahre Zeichen des Göttlichen in der Welt. Wir haben zu tun. Wollen wir nicht sehen. Sieg! Die Wikinger sind geschlagen. Sollen wir alle Gefangenen töten? Oha. Oha. Keine Gnade oder lasst sie gehen. Bringt uns gehen Geld? Komm, wir lassen sie gehen. Jawohl, sehr gut. Das war nicht schlecht. So, der Urin riecht mal wieder. Das stört uns aber nicht. Ihr solltet für eine Weile nicht reiten. Nein, das lehnen wir ab. Wir reiten trotzdem. Das ist unerhört. General Covington wurde im Bett der Königin sehen. Wen wollt ihr hinrichten lassen? Entweder die Königin, das findet die Kirche gut, oder General Covington. Ja, natürlich den General. Selbstverständlich. Ach verdammt, das findet die Kirche auch gut. Oh Gott, ihr müsst einen neuen General anwerben, sonst sind wir erledigt. Ja, müssen wir. Die Kirche befindet sich in einer Krise. Ihr müsst unsere Religion reformieren. Moment. Nicht so schnell. Oder wollen wir das tun? Ist mir zu riskant jetzt. Seid gegrüßt, Majestät. Ich möchte ein Lied für euch schreiben. Ich habe schon eine gute Idee. Ja, aber wir haben kein Geld. Heute nicht. Tut mir leid. In irgendeinem Dorf werden die Männer des Königs angespuckt. Es wird langsam heikel hier. Statuieren wir ein Exempel? Nein, machen wir nicht. So, was sind die Tugenden eines Königs? Meine oder überbewertet? Ach Gott, wenn ich sage meine, findet das die Armee gut? Ja, ich sag mal meine. Jawohl, sehr gut. Mein König, offenbar ist die Hygiene in eurer Armee sehr schlecht. Dafür sollten wir mehr Geld aufwenden. Dafür haben wir absolut kein Geld übrig. Nein. Oh Gott, wir retten uns hier so ganz knapp über die Zeit und noch ist nichts gelungen. Immer noch nicht der Senator entlarvt. Wie es scheint, gefällt mir mein Rat euch nicht. Ihr wisst, wer über Menschen und Könige herrscht. Bereuen wir das? Komm, wir bereuen. Gott sei Dank. Ich mache einen Spaziergang im Garten. Möchtet ihr mich begleiten? Gern? Ja? Von den Birmin, sie wirkt unruhig und nervös, spricht leise. Die Königin hasst mich, da bin ich sicher. Sie redet hinter meinem Rücken und sieht mich so seltsam an. Das ist wohl meine Schuld. Ja. Ihr gesteht Fräulein Birmin eure inständige Liebe, die der Königin nicht entgangen sein kann. Oh, jetzt wird spannend, Leute. Thomas. Oh, Majestät, was soll ich darauf nur sagen? Vielleicht, ihr liebt mich auch? Jawohl. Nein, ich glaube nicht. Ihr werdet um mich kämpfen müssen. Wie bitte? Was? Ihr meint wortwörtlich? Wie bitte? Wir kämpfen jetzt gegen Fräulein Birmin? Ich fasse es nicht. Was ist denn hier los? Ihr wirkt wie ein leichtsinniger Wurm, der gegen einen Adler zu kämpfen versucht. Mit einem Schwert. Wir werden ein bisschen Abstand halten. Ja, sehr gut. Ihr werdet in der Hölle tanzen. Jetzt machen wir unseren berühmten, wütenden Eber. Jawohl! Fräulein Birmin. Und wir haben unerwartet den Vorschlag bekommen. Ihr seid ein eingebildetes Rindvieh? Was habe ich nur... Oh Gott, warum habe ich mich mit dieser Frau eingelassen? Sind wir das? Nein. Vergiss es. Oh Gott, verdammt. Die Armee. In den Minen sind wir auf Gold gestoßen. Sollen wir tiefer graben? Das ist eine hervorragende Idee. Sehr gut. In einem westlichen Dorf hat man Angst vor Kobolden. Wer soll sich um die Sache kümmern? Auf jeden Fall ihr, Madame Leana. Das ist ein sehr guter Vorschlag. So, ein fremder Händler verkauft Geräte. Wir sollten seine Ware kopieren. Auch das... Nein! Oh Gott, das kostet Geld. Wir müssen eine Kirche bauen. Das geht auf keinen Fall. Haben wir nicht schon genug? Getreide ist derzeit sehr billig. Gott sei Dank. Ihr solltet den Brotpreis anheben. Das ist eine hervorragende Idee. Wir verdoppeln ihn und wir sind wieder einigermaßen dabei. So, ein Mönch hat seine Brüder gebissen und das greift rasch um sich. Werwölfe... General, wir rufen mal den General. Wahrscheinlich ein Fall von Lykantropie, damit befasse ich mich nicht. Nein, dann lieber doch Werwölfe.
Okay. Ja, Wulfa streitet mal wieder alles ab. Nun, meine Kunst gefällt euch nicht, das merke ich. Ich gehe ins Königreich im Westen, dort hat man mehr Geschmack. Verdammt, das hat jetzt Auswirkungen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Wie findet die Armee das? Das ist jetzt der kritische Punkt. Jetzt müssten wir Geld geben, damit er bleibt. Das Volk findet das bestimmt doof, dass er geht. Die Kirche findet es vielleicht gut, aber das ist egal. Die Armee ist der Punkt. Oh Mann. Oh Mann, jetzt kann das unsere letzte Tat sein. Wollen wir ihn hier zum Bleiben bewegen? Ah, komm. Auf Nimmerwiedersehen. Nein! Nein! Ah, verdammt! Ihr lasst den Händler die Werke des Minnesängers verkaufen. Kein Ton wird mehr erklingen. Das habe ich völlig falsch interpretiert. Ach, die Armee wird uns jetzt auf den Pelz rücken. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Invasions... Ja, Fräulein Birmin, ihr könnt ja hier mal kämpfen. Invasionsheere stehen vor den Toren der Stadt. Unsere Armee ist zu schwach. Ja. So. Das war's. Wir sterben auf den Stufen des Throns. Immerhin 34 Jahre. Der gute Thomas. Aber ihm ist nicht viel gelungen. Und er ist noch nicht mal in die Bestenliste gekommen. Unfassbar. Tja, irgendwie gab es ein paar neue Dinge, aber ansonsten weitergekommen sind wir nicht, außer die eingangs erwähnte Erkenntnis. So, insofern werden wir sehen, was Balduin macht. Und immer bei dem Namen Balduin muss ich immer an Louis de Funès denken. Okay, mal gucken, wie er sich schlägt. Also, wie immer lasse ich ein bisschen laufen, damit ihr nicht gleich wisst, wie bestimmt wann was endet. Und insofern könnt ihr abschalten und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, euer Steinwallen.
Ballade des äußeren Lebens. Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen, die von nichts wissen, wachsen auf und sterben, und alle Menschen gehen ihre Wege. Und süße Früchte werden aus den Herben und fallen nachts wie tote Vögel nieder und liegen wenig Tage und verderben. Und immer weht der Wind und immer wieder vernehmen wir und reden viele Worte und spüren Lust und Müdigkeit der Glieder. Und Straßen laufen durch das Gras und Orte sind da und dort voll Fackeln, Bäumen, Teichen und drohende und totenhaft verdorrte. Wozu sind diese aufgebaut und gleichen einander nie und sind unzählig viele? Was wechselt Lachen, Weinen und Erbleichen? Was frommt das alles uns und diese Spiele, die wir doch groß und ewig einsam sind und wandernd nimmer suchen irgend Ziele? Was frommt's, dergleichen viel gesehen haben, und dennoch sagt der viel, der Abend sagt. Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt, wie schwerer Honig aus den hohlen Waben. Hugo von Hofmannsthal.